Ich habe heute ein kurzes Wort des Herrn für dich auf dem Herzen. Und zwar, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge, aber verachte den Tag der kleinen Erwartungen. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Weißt du, Gott hat Potenzial in dich hineingelegt, was er hervorbringen will, was er hervorwachsen lassen will. Und du musst dir das so vorstellen wie ein gewaltiger Baum. Der größte und mächtigste Baum fing irgendwann einmal als klitzekleiner Setzling an, als kleinstes Pflänzchen, was gerade so eben sich aus dem Erdboden herausgearbeitet hat und anfing mit einer Knospe und einem kleinen Stämmchen. Und auch wenn das ein ganz bescheidener Anfang ist, das Potenzial, was darin liegt, ist, dass es ein gewaltiger Baum werden kann. Die DNA ist drin, ist bereits angelegt und es kann ein gewaltiger Baum werden. Und das gilt auch für dich. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, will er hervorbringen lassen. Verachte nicht die kleinen Anfänge, aber geh nicht in die Falle, dass du die geringen Erwartungen zum Maßstab erhebst. Du sagst, das ist ja klein, das ist bescheiden, da kann nichts draus werden. Sondern du musst mit den Augen Gottes sehen und das Potenzial, was darin ist, erkennen. Ich glaube, dass Gott dir sagen möchte, dass du erwartest, dass aus dem, was er in dein Leben hineingelegt hat, etwas Gewaltiges und Großes hervorkommen kann. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.